Yo, what geht ab? Wunderschönen guten Hallo. Tag zusammen, Mukulu, Tag zusammen und was geht denn? Ich hab irgendwie Bock auf andere Lieder. Boah, das ist auch alt. Oh mein Gott. Uiuiui. Ui, ui. Aus welchem Jahr ist das? Ich glaube so 2001. DJ Tomic, 1, 2, 3, Rhymes galore. Genix. Genix, Oma. Viel besser. Spiel Biggie, spiel ganz oft Biggie, Mann. Haben wir schon tausendmal gehört. Mike. Hast du das Album von J. Cole schon gehört? Na klar, im letzten Stream haben wir uns das angehört. Ist gut, ist top. Ist Daumen hoch. Was geht dir, kleinen Ferkel? Wie geht's, wie steht's? Also, jeje. Klar weiß ich, das ist aber Biggies Grundessenz, aber kannst du nicht immer jeden Tag hören. Dann lieber Snoop, so die Pimp-Zeiten. Zweites, drittes Album. Das geht immer gut selbst. Ich habe miese Nerv eingeklemmt in der rechten Schulter. Geht in den Nacken rein, in meinen Kopf. Habe ich Kopfweh. Aber geht schon wieder. Auf jeden Fall so, dass ich heute wieder da bin. Aber gestern ging gar nichts. Ich hoffe, dass nicht nachher schlimmer wird, wenn ich jetzt die ganze Zeit quatsch. Keine E-Gitarre, kein Schlagzeug, nix meins. Oh mein Gott, Bruder. Wir können ein bisschen Kiss hören. Love Gun zum Beispiel. Aber sonst gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Hör auf zu heulen. Lasst mich in Ruhe. Ich bin eine Mimose. Mein Content besteht daraus, in der Vergangenheit zu schwelgen und rumzuheulen und zu dodgen. Das ist Curtis Kusch 2021, Junge. Ich werde alt und ich bin gebrechlich. Ich mache schon alte Männergeräusche, wenn ich aus dem Bett und so aufstehe. Steh mal auf und dann so... Junge, ich merke das. Werd auch nicht mehr jünger. So sieht's nämlich aus. Boah, Nelly und Ja Rule können wir... Ja, Mann, ich mach gleich mal Nelly an. Ein Lied, was ich damals immer gehört habe. Ich glaube, es ist das erste Lied, was ich damals zu denen gehört habe, als ich ein kleiner Pisser war. Bin mir aber nicht mehr sicher. Geh dich impfen. Soon, Alter. Wie alt jung bist du? Ich bin 30, Recruit. Hallo, Jonas Schulle. Bald Dad Jokes, dann können wir hier zumachen. Ist doch eh schon Rentnerverein hier, alle am Schlafen immer. Jeder sitzt in seinem Massagesessel so vor, zu Hause, wenn der Stream angeht und zieht sich hier RP rein. Chat ist einfach tot, ausgestorben, Wüste. Hallo Schoko und hallo Haki. Ach, das Lied geht noch eine Stunde. Yee! Ha, ich bin jetzt 29 Jahre und 13 Monate alt. Du kommst auch noch nicht, Alter, mein Freund, Wort Bob. So alte Männergeräusche fühle ich hart. Ist so, Alter. Ist mir letztes Mal aufgefallen. Ich bin so abends im Bett und ich stehe so auf und mach so. So als wäre das voll die Anstrengung, Alter. Liebster Shit-Twitch. Lieber liebster Chat-Twitch drin. Größte Lügner und Ärgerer seid ihr, wenn nicht. Immer mich am Ärgern. Ja, ja. Ich hab nichts getan. Ludi, danke schön für den Resub im 8. Monat. Und Fabian Lars, danke für den Prime im 9. mit Cat Jam. Und Kölsch, danke ebenfalls für den 9. Et quitt wie et quitt und et et het immer noch immer jute Junge. Wat, Alter? Et quitt wie et quitt und et het noch immer jute Jäger. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Eichenstein, Dankeschön für den Prime im 23. Auf die Länge kommt's an. Nicht an, haben sie gesagt. Das stimmt allerdings. Und Bucky, Dankeschön für 5 Gifte Zaps. Du mit deinem Kölsch, Kölsch. Vielen lieben Dank, Bucky. Und Hausi, danke für den Resub am 16. Du böser BSGler, du. Nur weil ich bei Emre reingeschrieben habe, der so Leute in GTA überfahren. Das macht die alten Männer schwierig zu Mike erträglicher. Boah, jetzt machen wir mal ganz Altes an. Wo ist es? Ach, halt die Klappe Pharrell. Boah, jetzt wird aber hier Baby-Mach-Musik angemacht. Das sag ich euch aber. Damn.
Tschüss. Und Bucky, dankeschön für den Gifted an Emro. Und Sina, dankeschön für den Prime 4. Und der Zerberster, dankeschön für den Gifted an Lucky. Wäre aber nicht nötig gewesen, weil Lucky ist Multimillionär. Und Pogon, 1011, dankeschön für den Sub. Herzlich willkommen, Bruder. Ja, Oma, das Lied kennst du nicht, ne? Da warst du ja auch schon 40. Was geht bei dir ab, Nelly? What the fuck gibt dein Ghetto-Pass ab? Ruhe, beste Musik. Hast keine Ahnung. Pass mal auf, Junge. Schönste Lieder. Das ist Kindheit. Da hat man damals nur SMS nach Viva hingeschrieben, damit die das abspielen, Junge. Ich hatte früher in der Schule sogar ein Pflaster an der Backe. Fühl ich, Bruder. Was geht ab, Schattenbund? Deine Ironien, er hält ja die Klappe. Ich weiß genau, dass er das Böse meint, Schattenbund. Stanzi, vielen lieben Dank für die Resub im 8. Gang, gang, mein Freund, wie geht's dir? Gut, ich hoffe dir auch. Junge, ich höre richtige Musik, lass dich mal vom Juri beraten. Warst du nicht irgendwie so mal damals in der Gabba-Szene oder so, Oma? Irgendwie sowas? Nee, so was kann ich mir nicht anhören, als würden Star Trooper die ganze Zeit aufeinander schießen, Alter. Das ist doch keine Mucke, Alter, bist ja wahnsinnig. Damals noch auf Kassette im Zimmer mit Soundanlage. Schranz, oh mein Gott. Was, ich schaue seit 2 Minuten, ich habe halt wirklich keine Ahnung, was los war. Ist. Nix, ich habe einen Nerv in die Schulter eingeklemmt, der in den Kopf zieht, von Nacken in den Kopf und ich habe Kopfschmerzen dadurch. Auch schon massieren lassen. Aber das wird schon. Heiß baden gehen. Big Salo, Dankeschön für Luisa im 18. Monat. Tag Cousin nennt er mich. Schwer enttäuscht von dir, Kid. Okay, Nerven einklemmen ist absolut ekelhaft. Besonders Nacken, ja, das ist. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm wie vorgestern Abend, kurz vor Streamende. Boah, das war richtig ekelhaft. Habe ich 2 Schmerztabletten genommen, die haben nicht mal gewirkt. Aber man kennt sich anders. Bei mir ist jeden Tag irgendwas Neues. Hat dich ein Pferd getreten, Kollege? Willst du Stress? Was willst du denn, Junge? Soll ich mal bei dir zu Hause anrufen, dass du Schlimmeres kriegst? Ey, und Bucky, danke schön für den Gifted an den Ärgerer Kid Kush. Oh, das tut weh, ne? Oh. Ab zur Thai-Massage, aber ohne Happy End. Man wird halt älter, ab Ü30 fängt das schon an zu riechen. Ja, ich hab grad schon gesagt, Schattenbund, wenn ich aufstehe, mach ich schon alte Männergeräusche. Du bist ein kleiner Heuler, ich weiß, ich bin die größte Heulsuse. Ja, Mann, ich will von Thai eine Massage haben. Ah. Naja, das wird schon heute funktionieren. Ich weiß zwar nicht, was abgeht. Aber wir werden sehen. Aber ich habe was geplant, Chat. Aber ich darf nicht sagen, was. Doch, darf ich vielleicht doch sagen. Darf ich vielleicht nicht sagen. Ich weiß nicht. Soll ich sagen? Wenn das am Ende wieder nicht funktioniert, bin ich wieder der größte Lügner, Alter. Ich weiß nicht, ob vielleicht Juri schon was gesagt hat, der hat heute Morgen auch gestreamt. Aber der wird das wahrscheinlich sagen und noch zeigen. Ich lass mal, wenn Juri Bock darauf hat und das noch verfolgen wird. Ja, lieber Überraschung, oder? Ja, der hat ein Gebäude gezeigt. Ich weiß, ich hab mir das VOD angeguckt. Bald wieder Hollywood-RP. Wir haben die ganze Zeit Hollywood-RP. Ah. Oh, ich habe Bock, das zu sagen. Vielleicht klappt es ja. Was geht ab, Da Vinci? Und vielleicht klappt es ja. Dann wird es geil. Aber kann nur sein, dass es nicht klappt. Weil das nicht von mir auch abhängig ist.
Okay, ich spoiler so viel, dass ich für Peanut und Twinkie gerade was machen lasse. Weil wir vielleicht etwas machen werden und mit viel Glück machen können auch. So, mehr nicht. Ich muss ja auch überlegen, ne? Was ich mache. So, Klappe. Habt ihr wenig ein Geschenk geschrieben, mein Lieber? Ah, im Discord, ne? Ja, ich weiß, Opa. Aber, I'm sorry, schreibt ihr nachher. Nach dem Stream. Wäre noch cool, ist von damals das Cisco und sagt, nein, gehört es? Nein, stimme ich zu. Na, ihr Muggels, was geht ab? Peanut bald in der Gröf. Toscani, danke schon für den Prime Sub im 10. Und Tukulu und Saftschubse, danke für den Prime 8. Gummo und Faxi, danke schon für den Prime 38. Ja, ich halt doch schon die Klappe. Ich weiß genau, dass wenn ich das wieder sag und das nicht funktioniert, Alter, ärgert ihr mich wieder mit Zun und irgendwann kommt das eigentlich. Ich will euch nur sagen, dass ich mir auch Gedanken mache, wohin es geht und wie es geht und was es geht. Ja. Bam, da kann ich dann endlich arbeiten. Da, wenn man vom Teufel redet. Juri, nicht spoilern, ne? Juri ist ein Engel, Alter. Ich schwör bei Gott, Juri ist ein Engel. Ich finde eine Klamotte. Ich bin wirklich ein kleines Kind, ne? Wenn es darum geht. Ich finde irgendwo eine Klamotte oder so für die Kika-Wear, die aber nicht dafür ausgelegt ist, dass MP-Charakter die tragen können. Und da kommt Juri einfach angeflogen. Jetzt geht's nicht um Peanut, es geht jetzt um Kika-Wear. Und er kommt einfach und der Typ, der kennt einfach alles. Er ist MacGyver, Alter. Der sagt, kein Problem, guck ich mir nachher an. Boah, Bruder, wenn ich... Das ist aber echt einfach Onkel Juri, Alter. Ich schwöre bei Gott. Coolen Hund hast du, wenn das deiner von Twitter ist. Warum sollte der einen Hund posten, der nicht zu ihm irgendwie gehört, du Knallkorb, du. Und Juri, dankeschön für die 6 Subs im Voraus. Und Daniro, dankeschön für du bist am 48. Monat, Alter. Wie, du hast da, was hast du, Junge? Nerv eingeklemmt, rechte Schulter, Bruder. Maushand, ganz schlimm, ganz, ganz ekelhaft. Wenn ich den Arm aber ruhig halte, so, dann geht das. Aber wenn ich mich bewege, ganz unangenehmes Gefühl. Eklig. Und morgen ist das weg und dann geht wieder Motherboard im Arsch, ich sag's euch. Bimperli, dankeschön für den Reset am 32. Der Bumper. Was hat der gesagt? Hey. Ich denke mal, ich habe mich verhört. Einmal eine Runde Trauen um die Schulter von Curtis. Ist so. Lass mal Gruppen kuscheln. Ich brauche ein bisschen Liebe. Ah, geil, hatte ich mal an den Rippen. Richtig geil. Ist genauso geil, wenn du einen Krampf hast im Kiefer oder eine Wade. Am besten noch, wenn du schläfst und wach wirst dadurch. Das ist auch immer schön. Aber hatte ich schon lange nicht mehr. Scheiß Snickers, sagt er. Wie hast du es geschafft? Ich bin Donnerstag im Suff eine Treppe runtergeflogen. Finger und Rippen sind mies am Arsch. Ja, Alkohol ist doch nichts für kleine Kinder, Junge. Dann lass die Finger weg von dem Zeug, dann fliegst du nicht die Treppen runter. Selber schuld. Jeder seines Glückes eigener Schmied. So, das hast du nun davon. Was können wir noch hören? Boah, nee. Macht Busta Rhymes eigentlich noch Mucke? Ja, ich glaub's auch nur du. Der ist auch schon in Rente. Jack Cole hat ein neues Video gedroppt. Das Album haben wir uns auf jeden Fall schon angehört. Hab ich doch, C-Master, hab ich doch. So, jetzt reicht, ich ruf Cousine Jay an, die kloppt dich. Geh nix, mach die. Mein Schwester haut mich nicht. Mein Schwester hat mich lieb. Du kannst auch mal mehr Katzenbilder posten. Könnte ich machen, aber ich bin nicht so der Mensch, der die ganze Zeit mit seinem Handy in der Hand rumrennt und irgendwelche Bilder macht, Bruder. Aber könnte ich, ja. Werd mal mehr Influencer.
Shay liebt mich mehr als du, du Knallkopf, aufpasst. Ach, Junge. Schnips mit dem Finger, dann bist du weg. Du Popel, du. Grüße. Leider kann ich jetzt 4 Monate nicht abonnieren. 4 Monate Einsatz und leider in Afghanistan. Ich hoffe, du meinst halt nicht abfällig mit Afghanistan, sondern dass du vielleicht da irgendwie stationiert bist. Und wenn das so ist, dann pass bitte auf dich auf. Und ist nicht schlimm, Bruder, mit den Subs. Hauptsache dir geht jetzt gut, alles fein. More Katzenbilders. Ich würde mal gerne den Curtis in seinem PC sehen. Würde ich auch mal gern. Stjopka, vielen lieben Dank für den Gifted Zap an Smelly Cats. Dankeschön. Hey Daddy, what the? Nein, ich bin in Afghanistan. Real Talk jetzt? Bevor Stream dann ganz tot ist, kommt Cam, genau. Und dann fange ich auch im Stream an, Gitarre zu spielen und pack meine Talente aus, um das sinkende Schiff zu retten. Oder ich verschwinde einfach in den Nebeln. Dann mache ich bei der Talentshow von dem Typen damit, der das Gift an die Kinder verkauft hat, Grüne. Keine Ahnung mehr, wie der hieß. Und Esperle, vielen lieben Dank an den Gifted an von Matterhorn. Dankeschön. Im Nebel des Dodges, Curtis, genau. Mit einem ordentlichen Hotpool kommen die Zuschauer und Subs von ganz alleine, Curtis. Ist das nicht mittlerweile schon wieder ausgelutscht so? Oder machen die das immer noch? Bei der nächsten Halbwelle springen wir rein, Jungs. Ich versuche immer, mir dein Gesicht zu denken, zu deiner Stimme. Erst dachte ich, du bist Afroamerikaner, jetzt denke ich, du bist Südländer, türkisch oder so. Sag Wallah Billah. Ja, ich bin ein Mensch, Bruder. Ganz normaler Mensch. Jetzt sind Mädels im Trend, die sich dehnen. Ach, ihr macht den Rückbau. Ja, pass auf dich auf und auf deine Freunde. Und misch dich nicht in Scheiß ein, wenn das stimmen sollte. Wallah, ich hab Gänsehaut. So, ich mach Duftkerze und dann gehen wir gleich schon in eine Pommes. Was soll ich spielen? Boah. Oh, das können wir eigentlich anlassen. Das ist halt witzig, wenn man nur die Stimme kennt und kein Gesicht. Tja, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Ich stelle mir das sehr, sehr unangenehm vor, hier zu sitzen mit einer Cam, wenn ich hier so richtig am Abaffen bin. Dabei beobachtet zu werden. Das ist echt. Weiß nicht, ich denke, das lernt man dann. Wir machen es einfach so, Facecam soon. Ja, Mann. Bruder, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Alter. Ich lese die ganze Zeit Requisit. In Pace. Ich hab so 50-50-Ding. Demba und so kenne ich, Rakim, Tyrese, Memo habe ich schon kennengelernt. Ja, Johnny sowieso. Und die anderen habe ich im EP kennengelernt. Ich finde, Facecam passt zur EP auch nicht so. Nee, Facecam muss man im EP ja nicht anhaben, aber zum Anfang des Streams oder so wäre das schon nice. Im Prinzip so wie Dexus das auch macht, ne? Da binden wir die, in Anführungszeichen, Community ja mehr ein. Zu Mila sagst du lieber nichts, denn was soll ich zu Mila sagen? Hä? Willst du jetzt, dass ich Mila on Stream vom Aussehen bewerte oder was?
Dexus ist ja auch ein professioneller Streamer, du nicht. Aber Dexus ist hässlich, sagt der Typ mit einem Tribal-Tattoo am Oberarm, Junge. Bruder, geh bitte. Bitte verlasse diesen Stream und lass dich boosten in WoW. Geh einfach bitte. Geh einfach. Hauptsache, wenn man Curtis Kusch googelt, kommt ein Bild von Bushido. Da kommt auch ein Bild von Lucky, ein Bild von Moondai, Alter, und was weiß ich, was alles noch. Tribal Tattoo, ich glaube, sie verwechseln da was. Nee, nee, Junge. Hast du nicht irgendwie auch so einen römischen Spruch oder so an der an der Wade oder so, Junge? Und ein Unendlichkeitszeichen im Nacken und eine Friedenszauber für Brust und Only Can Judge Me und so? Gibt es eigentlich irgendwo die OG Toasty Songs zu hören? Ja, auf YouTube. Der Typ, der ist auch gar nicht mehr hier unterwegs, ne? Der hat die da auf jeden Fall hochgeladen. Kann sein, dass er die wieder auf Private gestellt hat. Und La Familia auf den Arm. Ja, und No Regrets. Die Songs gab es auf jeden Fall mal auf YouTube. Ach, hat er die wieder nicht auf gelistet gestellt? Oh mein Gott. Nein, nein, nicht der von der. Nein, nicht der Friday. Der die Mila-Songs erstellt hat, quasi. No Regrets, beste. Ja, ja, welcher Film war das nochmal, Lucky? Irgendwie, wir sind die Millers oder so hieß der, ne? Was geht ab, Salon? Vermatter, du musst mir nichts beweisen, Bruder, aber ich guck gerne. Ich sag nur, pass auf dich und deine Freunde und so. Ne? Nahe Osten ist alles, was da momentan abgeht, aber darüber reden wir hier nicht. Oder was da schon seit Jahrzehnten abgeht. Wir gehen jetzt nämlich in der Pommes, das ist das Einzige, was hier zählt. RP-süchtige Monster befriedigen. Stimmt, habe ich vergessen, habe ich gar nicht angemacht. Unos momento, por favor. Wo ist Schreibing me. Achso, fang mal dran. Boah, Bruder. Wie war. Oh mein Gott. Aber du siehst cool aus, ne? Muss man ja sagen. Mit deiner Soldatendings. Ist das warm da? Was ist das für eine dumme Frage? Ist das warm da, Alter? Aber ja, ist bestimmt warm. Ich bin der dümmste Mensch auf diesem Planeten, Alter. Junge, ich schäme mich gerade für mich selber, Alter. Ich bin einfach der Dümmste. 33 Grad. So, ach nee, kann ich ja nur anlassen. Nein, ich gehe nicht offline, lass mich in Ruhe. Alles für die Pommes, alles für den Club, ja, Mann. Let's go. Stell mal vor, du bist in Afghanistan und schaust ein Stream und die Frage an dich ist, ob es da warm ist. Weil halt die Klappe, Bumper, Alter. Lass mich, hört auf zu ärgern. Ich bin neben Spur. Ich bin nervös, Mann. Ich mach mal eben das Fenster zu. Weil hier ist es nämlich nicht warm. Ich ärgere dich gleich auch. Ach, scheiß drauf, Digga. Dass die Finger vom Faxe gehört, dass ich trinke schon lange kein Faxe mehr. 5-Liter-Dose. Wasser trinke ich und ich habe schon wieder vergessen, Wasser mit nach oben zu nehmen. Merke ich gerade, aber ist nicht schlimm. Der Nachteil ist, dass ich euch 2,5 Stunden voraus bin, also rinnen in die Pommes. Boah, dann kannst du ja quasi in die Zukunft gucken und sagen, was heute in der EP passiert, ne? Dann sahnst du ja hier richtig ab mit den Dings.
Mit den Pfandflaschen bei den Voraussagen heute.